So, ein wunderschön herzlich willkommen. Ja, zu einer neuen Folge, weiteren Folge. Es hat sich einiges geändert. Zum einen sieht man da schon, es kamen ein paar Bilder hinzu. Dann hat sich auch bei meinem Arbeitsplatz ein bisschen was geändert. Das sieht man, wenn man hier die Kamera ein bisschen hoch macht. Ah, ich bin Sommer-ready bin ich jetzt. So. So. Und die werden mir vielleicht auch ein bisschen Handy kommen, weil als ich gerade Aufnahmen machen, starten wollte, muss natürlich draußen gerade einer anfangen mit einem Rasenmähen. Das heißt, ich muss eben mit geschlossenem Fenster spielen. Ist zum Glück nicht mehr so warm. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir jetzt überhaupt waren. Ich meine, die letzten Aufnahmen, die waren vom 19.06. Das ist jetzt. Wow. Ja, 3 Wochen her. Von daher weiß ich nicht mehr ganz genau, wo wir waren. Es gab mittlerweile auch ein paar Updates bei ATS. Das heißt, wir spielen jetzt aktuell mit der Version 1.44.1.22. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert. Diese ganzen Mikroruckler bei ATS. Ich starte erstmal das Spiel hier. Das ist nicht meins. Meins ist das hier, genau. Achso. Muss ich mal jetzt mal umstellen. Nein. Genau. Und zwar diese Mikroruckler bei ATS und ETS2. Die liegen tatsächlich nicht an meinem Linux oder an Wine, womit ich meine Windows-Spiele spiele. Oder allgemeine Windows-Programme. Genau, auf eine neue Version aktualisiert. Genau, hier sieht man es. 1.44.1.22. Wunderbar. Dadurch, dass es aber immer noch die 1.44er-Mission ist, sollten wir im Spiel nicht zurückgesetzt worden sein. Was wir sagen? Genau. Sondern diese Mikroruckler sind tatsächlich ein Problem von dem Spiel an sich, weil ich hatte mittlerweile auch Kontakt mit einigen anderen Leuten, die das Spiel spielen, unter Windows und auch die Steam-Version und auch auf leistungsstarken Rechnern spielen. Und auch die haben diese Probleme mit den Mikroruckler. Es liegt wohl daran, dass bei ATS und ETS, wenn man fährt, um diese, also ne, ist ja Sichtweite, das heißt, Sachen, die weiter weg sind und dann näher kommen, werden reingeladen ins Spiel. Und genau dieses Reinladen ins Spiel, dabei hängt das Spiel wohl immer. Die scheint zwar also nicht multithreaded gemacht zu haben, also asynchron, sondern das Reinladen der Objekte scheint wohl direkt vom Hauptthread zu sein. Das heißt, wenn er mehrere Objekte reinladen muss, oder allgemein größere Objekte, also Sachen, die halt etwas länger dauern, dann wird für diese Zeit das Spiel immer unterbrochen. Und das sind dann diese Mikroruckler, die entstehen. Ja, ich dachte, aus der Zeit sind wir schon lange raus. Das war ja ein Problem, was man vor allen Dingen früher hatte. Also da, als man noch Einkern-CPUs hatte. Mein LKW piept. Was? Ach nee. Ach, hier sind wir. Ah. Oh Gott. Wir haben mitten in der Mission beendet? Lol. Ja, und das heißt, diese Probleme mit dem Mikroruckler liegt weder an Linux noch an Wine, sondern ist wirklich Problem des Spiels an sich. Sowohl in ETSY als auch in ATS. Gerade wenn man auf sehr hohen Einstellungsdetailen spielt, wo halt sehr viele Objekte sind. Und bei ETS ist es vor allen Dingen an der Westseite. Also, ich weiß gar nicht, was im Westen ist. Ich kenne mich mit Geografie nicht wirklich aus, aber Australien ist da. Nee. Ja, halt westlich links neben Deutschland quasi. Die ganze Sachen, da ist es wohl sehr stark. Und hier bei ATS ist es eigentlich so überall, vor allen Dingen in den Städten. Da, wo man sehr große Städte hat, da wohl. So, wir legen mal los. Wir waren hier auf der Autobahn bei der Wegestation. Wir haben grünes Licht und wir dürfen fahren. Dann tun wir das mal. Audio passt soweit alles, hoffe ich.
Okay. Ich muss auch gerade erstmal so sinnlich ein bisschen reinkommen, weil wie gesagt, ich habe jetzt hier seit 3 Wochen nicht mehr gespielt und seitdem aber privat ging ja zumindest gespielt. Von daher weiß ich absolut nicht mehr, was wir hier gemacht hatten, jetzt die letzte Zeit. Warum blicke ich? Und man merkt, mit geschlossenem Fenster wird direkt wärmer. Aber das Schöne ist ja, vor allem das Schöne ist, dadurch, dass das Mikrofon Richtmikrofon ist und die Lüfter auch sehr leise sind, das sind gerade mal welche, die haben 800, doch 800 RPM. Von daher sind sie auch relativ leise. Daher sollten sie bei der Aufnahme eigentlich gar nicht hörbar sein. Und selbst wenn, dann nur so als ganz leises Hintergrundrauschen. Also hier beim Ausschlag von dem Mikrofon erkenne ich die Dinger, habe ich extra vorher bei OBS geguckt. Da erkennt man die Dinger quasi gar nicht. Da dumpeln die so irgendwo bei minus 50 Dezibel rum. Und das ist halt nix. Ja. So, 60 dürfen wir fahren, 55 haben wir schon. Können wir noch ein bisschen beschleunigen hier. Was haben wir eigentlich gerade aktuell geladen? Kann man vielleicht irgendwas sagen hier? So, wir haben Autos. Ah, Schnieke-Autos. Ich finde es auch immer schön, wie die Autos selber von SES-Software produziert werden. Ne, diese Logos da unten. Sieht man jetzt so nicht. Da, ne? Oder? Ne, ist gar nicht SES-Software. Ich habe bei irgendwelchen Traffic-Fahrzeugen, also ich weiß gar nicht mehr, ob Autos oder LKWs und so, die ist ab und zu einfach SES gebrandet. Aussichtspunkt, oh, wo denn? Ach, da unten. Ah ne, da kommen wir jetzt nicht hin. Das ist ein bisschen weit weg. Ja, von daher machen die auch ganz schön Eigenwerbung. Was überhaupt nicht problematisch ist, meines Erachtens nach. Also easy. Vor allem finde ich dann witzig, die haben ja ab und zu bei ETS ist mir das vor allen Dingen aufgefallen. ETS2, ja. Dass ab und zu so an Haltestellenhäuschen, wo ja so Plakate dran sind, dass sie da so Werbeplakate für ATS drin haben. Also, was schon ganz neckisch ist. Außerdem hast du ja hier in dem Spiel auch haufenweise so Easter Eggs an uralte Spiele, auch von SES Software. Und zwar hier sowas wie 18 Wheels of Steel oder Hard Truck oder irgendwie sowas. Also so ganz alte Spiele. Ich persönlich übrigens auch noch alle habe, ja. Aber die werden wir wahrscheinlich als Let's Play so nicht unbedingt spielen, weil das halt einfach grafisch her. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, die Dinger laufen sogar mit 4K. Also. Ich überhole mal hier ganz freundlich. Der LKW ist nämlich hier ganz schön langsam. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Also, erstens haben die noch nicht so schöne Story wie hier ATS und ETS, dass man halt so eine richtig schöne Firma aufbauen kann und sowas alles. Das wirkt halt alles noch ein bisschen älter. Wer hätte es gedacht? Ja, von daher. Aber ich privat spiele halt so gerade so ältere Spiele, spiele ich persönlich halt sehr gerne. Und dementsprechend habe ich auch noch die ganzen alten Spiele. Also ich habe 18 Wheels of Steel American Longhole. Dann habe ich Hard Truck 18 Wheels of Steel. Und ich habe wie ist das dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe aus dieser 18 Wheels of Steel Serie habe ich glaube zwei. Und dann habe ich halt noch Hard Trucks 18 Wheels of Steel, was ja der Ursprung von der 18 Wheels of Steel Serie war. Also der das begründet hat quasi. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch Euro Truck Simulator, also ohne 2 dahinter. Und ich habe auch noch von dem Euro Truck Simulator 2 die Version 1.2.6. Also eine der allerersten Versionen davon.
Und ja, ich spiele eigentlich mit allen von diesen Spielen immer so ab und zu mal, wenn ich so ein bisschen, ne, ein bisschen mehr Langeweile habe und dann so ein bisschen Nostalgie-Flash brauche. Ja, ist so eine Droge von mir quasi. Und immer, wenn ich mal wieder einen Schuss brauche, dann schmeiße ich eins dieser alten Spiele an, das, worauf ich denn in dem Moment gerade am meisten Lust habe. Und dann zocke ich so schön alte Spiele. Vor allen Dingen auch noch schön zu sehen, wie man bei Euro Truck Simulator und der ersten Version von Euro Truck Simulator 2 auch so schön ist mit der Maussteuerung einstellen kann, was mir halt früher so nie wirklich aufgefallen ist. Ich kann mich zwar wie gesagt daran erinnern, dass ich ETS damals zwar auch mit Maussteuerung gespielt habe, aber ich hatte da nichts manuell irgendwie angepasst, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich da jetzt mittlerweile komplett Knoten in Erinnerung habe, keine Ahnung. Aber schön, dass man auch damals schon sehr viel einstellen konnte. Also diese Engine von ETS und ATS und ETS 2, diese Pyrsim 3D-Engine, die ist schon extrem klasse. Hat natürlich auch diverse Nachteile, weil die Engine ist halt schon scheiße alt. Wird zwar immer weiter optimiert, also erneuert, klar, keine Frage. Aber du hast halt solche Pro Wow. Genau das zum Beispiel, du hast halt solche Probleme, ne, dass wenn er halt Sachen nachlädt, er halt anfängt zu stockern, wie ich am Anfang erklärt hatte bereits, dass da ja auch die ganzen Mikroruckler kommen. Wo man halt doch schon merkt, die Problematik liegt wohl wirklich wahrscheinlich darin, dass damals, als die Prism 3D-Engine angefangen hat zu existieren, das halt so Standard war, dass man das so gemacht hat. Weil ich meine, Prism 3D, die Engine, die ist ja schon seit kurz nach 2000. Also das erste Spiel, was diese Engine benutzt hat, war ja, ich weiß gar nicht, es war dieses, was Hard Truck 2? Also das Spiel, was kurz vor dem Euro Truck Simulator 1 rauskam. Das Spiel, was davor rauskam, das war, glaube ich, das erste Spiel, was die Engine benutzt hat, die auch heute noch genutzt wird. Und da merkt man schon, wie alt die Ursprünge dieser Engine ist. Und wenn damals das halt so gemacht wurde, dass die Sachen nicht asynchron reingeladen wurden, die Objekte, sondern dass sie halt im Hauptthread mit reingeladen wurden und dementsprechend das Spiel immer stockert, naja, dann ist das halt ein so tiefgreifendes System in der Engine, dass man das auch im Nachhinein kaum noch rausbekommt. Und dementsprechend ist es natürlich blöd, dass man aufgrund dieser Limitierung nicht vom Multicore-Prozessor-System profitieren kann. Wobei auch damals bei den ersten Computerspielen, ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel Alarm für Cobra 11, was ich ja früher gespielt hatte, weil was ja eins der allerersten Outrun-Spiele war, die ich gespielt hatte. Das lief ja auch auf dem Single-Core-System. Ja? Da hatte ich ja noch damals auf meinem, was waren das? Ein AMD Athlon 1600 oder 1200. Also so aus der Ära, wo es mit den Multicore-Prozessoren erst gerade so angefangen hatte. Der Prozessor selber war auch noch kein Multicore, das war noch ein Single-Core-Prozessor. Aber da hat es mit dem Multicore-System gerade erst so angefangen. Und auch die Spiele, die also aus der Single-Core-Szene kamen, auch die haben trotzdem das Laden von Objekten asynchron gemacht. Was halt auch immer schön gemerkt hast, dass wenn du zum Beispiel bei RPM-Tuning, was ich damals auch gespielt hatte, da hast du es ganz extrem gesehen. Wenn du das Spiel von der Festplatte gestartet hast, die nicht so langsam war, die nicht so schnell war, was halt früher sehr viele Festplatten waren, dann hast du richtig gesehen, dass wenn du sehr schnell gefahren bist, dann bist du teilweise durch Void gefahren, weil die Objekte, die Straße selber, die Häuser und so noch gar nicht geladen waren, obwohl du trotzdem schon lang gefahren bist. Da hat man richtig schon gemerkt, wie so die ganzen Sachen asynchron reingeladen wurden. Und das macht ETS 2 und ATS eben wohl scheinbar nicht. Und wie gesagt, das zu ändern im Nachhinein bei der Engine ist halt sehr schwierig. Da müsste man wahrscheinlich wirklich die Engine komplett neu entwickeln. Und ob SCS-Software sowas in Angriff nimmt, weiß ich halt nicht, ob das
Also sinnvoll wäre es natürlich, klar, weil da könnte man auch viele neue Features machen. Sowas wie, ja, weiß nicht, Raytracing oder bessere Schattenphysik oder sowas, ne, dass halt zum Beispiel nicht nur die Sonne Schatten wirft, sondern auch die ganzen Laternen und Fahrzeugbeleuchtung, dass sie auch Schatten werfen können. Ne, so diese Grundrendering-Pipeline, dass man die halt dabei bei diesem Schritt auch komplett überarbeitet. Ja, dass man einfach sagt, okay, scheiß auf Prism 3D, wir machen jetzt Prism 4D oder Prism 3D Version 2 oder weiß der Geier was. Und in dem Zug, der lässt mich hier nicht vorbei, oder? Lässt er mich vorbei? Ah, der Vorbereich reicht aus, sehr schön. Da müssen wir wahrscheinlich halt die gesamte Engine neu entwickeln, um dieses Stocker-Problem dahingehend zu beheben, weil das ist halt wirklich ein bisschen störend. Vor allen Dingen ist das auch bei sämtlichen Grafikeinstellungen. Also jetzt, wenn du das Spiel auf sehr niedrigen Grafikeinstellungen hast, sodass kaum Objekte geladen werden müssen, dann ist das Problem natürlich auch wesentlich weniger. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur mit der Sichtweite runtergehst, da habe ich gehört, dass das gar nichts bringen soll, weil zwar weniger Objekte geladen werden insgesamt, dadurch, dass die Objekte aber vor dir mehr in die Kamera blitzen, also geladen werden, während sie gerade erst kurz vor dir sind. Erstens wird das halt vom Spielerlebnis her blöd, wenn vor dir auf einmal Sachen reinpoppen. Und zum anderen sollen die Schocke, die dabei entstehen, sogar noch schlimmer sein. Das heißt, das Spiel stockert zwar insgesamt weniger, die Schocke, die entstehen, sind aber schlimmer. Also die Framerate ist quasi noch unkonstanter. Ja. Jetzt hier haben wir ja eher sowas, dass wir gerade in Städten eher so ein Grundstockern haben. Und wenn du mit der Sichtweite aber einfach runter gehst, dann hast du halt kein Grundstockern, also weniger Grundstockern mehr, aber dafür richtig böse Stocker. Ja, deswegen, also da muss echt ein bisschen noch gebaut werden, was das angeht. Damit man das Spiel mal ins 21. Jahrhundert holen kann. Naja, ich meine, die Engine ist ja vom 21. Jahrhundert, aber halt vom Anfang, also ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ETS, kam ETS raus? Das war ja schon so 2007? Oder? Nee. Ach, kein, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat diese Engine schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wie gesagt, wird natürlich immer weiter abgedatet, keine Frage. Aber so eine Grundstruktur, wenn die einmal steht, dann steht die. Da kannst du dann auch im Nachhinein kaum noch was ändern, außer so tiefgreifende Änderungen zu machen, dass du dann sowieso die Engine komplett neu entwickeln kannst. Von daher, also schwierig. Also hier ist zum Beispiel, siehst du, dieses Gestocker, was du hast, dieses Grundgestocker. Das als für ein heutiges Spiel, und ich meine, ich habe ja schon High-End-Rechner, also CPU-mäßig habe ich Maximum, was geht. Grafikkarte spielt hierbei keine Rolle, weil die ist nicht ausgelastet, auch CPU ist nicht ausgelastet. Es ist halt ein Sweat, der auf 100% ist die ganze Zeit. Egal, was für Prozessor du hast, ob du jetzt einen schwachen Prozessor hast oder einen High-End-Prozessor, also eine High-End-CPU, du hast immer einen Kern, der die ganze Zeit auf 100% steht. Egal was du machst im Spiel. Und da merkst du schon, irgendwas läuft da schief. Das sollte so normalerweise nicht sein. Also hier ist aber hart runter. Uiuiuiuiuiui. Fahren ja hier wie die Ghettos. Alter, uiuiuiuiuiuiui. Er hat schon eine Kurve hier, mein Freund. Ah, der links lässt uns nicht vorbei. Ein Dreckskerl. Danke, Mixer. Danke für nichts. So, müssen wir da vorne in die Wiegestation? Bitte nicht. Natürlich müssen wir rein. Warum bremsen jetzt hier alle? Wollen wir mich reinlassen? Das ist aber lieb. Leute, warte, ich will ja. Ich muss hier rein. Wobei, bisher habe ich die Wiegestation immer im Let's Play umfahren, ne?
Naja. Wir haben noch 800 Meilen vor uns. Eieieiei. Ah, das ist ja. Ah, sehr heftig. So. Vor allem, ich stehe schon mitten auf der Waage, ne? Das heißt, der LKW vor mir hat gerade viel zu viel gewogen. Achso, darf schon losfahren, ja? Let's go. Ah, guck mal, der andere LKW war auch schon auf der Waage. Also ist natürlich die Frage, wie groß die Waage wirklich ist. Aber normalerweise hast du ja immer so einen hervorgehobenen Bereich. Das merkst du auch daran, dass du da Rillen in der Straße hast, weil natürlich die Waage ein eigenes Stück ist, was sich halt bewegen kann. Dann wird halt das Gewicht gemessen. Aber eben, so groß wie die weiße Fläche da hinten war, was ja morphologisch ist, ne, so groß wie die Auflieger werden können in Amerika, ja, wenn du da so einen Gigaliner hast mit 3000 Aufliegern, hast du schon ein paar Kilometer. Und da musst du natürlich komplett auf die Waage aufpassen. Ne? Aber wenn du denn so kurzer LKW bist und die anderen LKWs hinten rauffahren, naja, dann hast du auf einmal einen LKW, der das Gewicht von 50 LKWs hat. Und du fragst, hä? Was ist passiert? Ich wollte doch nichts kaputt machen. Ja. Also wir dürfen da 65. Alter, wie schnell wir beschleunigen. Also, okay, geht ja auch, glaube ich, noch ein bisschen bergab, ne? Ja, naja, vielleicht, wer weiß, vielleicht, wenn sie irgendwann mal einen, finde ich persönlich, sinnvollen Schritt unternehmen und sagen, okay, Fick auf ETS2, Fick auf ATS, wir bringen jetzt ETS3 und ATS2 auf den Markt. Oder sie überspringen ATS2 und sagen direkt, wir bringen ETS3 und ATS3 auf den Markt. Warum, sage ich gleich. Und dort nutzen wir quasi die Map, also die Spielwelt von den alten Spielen, werden aber das ganz Grundlegende, also die halt die Spiele-Engine, komplett überarbeiten, komplett neu erfinden, und dann YOLO. Und warum direkt ATS3? Naja, einfach damit es gleich zieht. Weil ich meine, ETS und ATS nutzen ja die gleiche Engine. Von daher ist es natürlich schön, wenn auch die Versionsnummern immer die gleiche sind. Und wer jetzt sagt, Ronny, das ist doch total abwegig, wer macht denn so einen Scheiß? Ja, genau das gleiche haben sie bei ATS bereits gemacht. Weil es gab nämlich damals erste Version, also die ATS-Version 1.1, dann gab es 1.2 und dann gab es 1.3. Das ging dann irgendwie hoch bis 1. keine Ahnung, 1.9 oder sowas. Und bei Version 1.9 war dann auf einmal die nächste Version nicht, wie man ja vielleicht gedacht hätte, 1. Wieso fahre ich eigentlich so schnell? Ich bleib mal hinter dir. Auch wenn ich scheiße langsam fahrt. Hier für 5 mph überholen lohnt sich nicht. Genau, da wäre also der nächste logische Schritt gewesen, die nächste ATS-Version 1.10 zu nennen. Aber nein, die nächste ATS-Version war dann 1.30 oder 29 oder irgendwie so. Weil nämlich ETS auch schon bei Version 1.30 war und man einfach mit den Versionsnummern gleichziehen wollte. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile ATS und ETS immer die gleichen Versionsnummern. Ja, jetzt zum Beispiel aktuell 1.44. Sowohl bei ETS als auch bei ATS. Obwohl ja ATS erst viel später kam. Das heißt, eigentlich müssten die Versionsnummern viel niedriger sein. Aber nee, da haben sie intelligenterweise, hätte ich genauso gemacht, halt die Versionsnummern gleichgezogen. Und zwar vor allen Dingen deswegen sinnvollerweise, weil die auf der gleichen Engine basieren. Und wenn man das quasi als Grundlage nimmt und man dann sagt, okay, es ist technisch gesehen eigentlich das gleiche Spiel, dann macht es auch spätestens aus dem Blickwinkel her Sinn, auch die Versionsnummern gleich zu ziehen.
Aber eigentlich hätten sie das in dem Moment auch bei den Hauptnamen mitmachen können. Ne? Dass also, wenn dann irgendwann ETS-3 rauskommt, dass sie dann auch bei ATS auch wieder gleichziehen und dann auch direkt nicht ATS-2 rausbringen, sondern ATS-3. Da hat man wirklich komplett gleiche Namen Systems. Nur halt, dass sich das bei dem einen halt Euro und bei dem anderen American vorsteht. Alles andere ist dann gleich. Wäre eigentlich schon soweit sinnvoll. Hätte ich persönlich sogar schon direkt bei der ursprünglichen Version von American gemacht. Also, dass es American Truck Simulator nie gegeben hätte, sondern direkt American Truck Simulator 2. Würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Naja, also so langsam ist es dunkel. Wie sieht es eigentlich mal aus mit Pennen? Haben wir hier irgendwo so eine Liegestelle? Wir werden nämlich langsam ganz schön müde. Ach, hier ist ja direkt eine. Wo ist die nächste? Die nächste wäre denn... Ich glaube, wir fahren bis hier vorne. Das macht Sinn. Dann müssen wir nicht irgendwie rausfahren, sondern können direkt auf der Autobahn Pause machen. Ist auch schon ganz geil. Heißt du, hier kommen, sind wir wieder im Städtebereich, fängt es wieder an zu stockern. Und das, obwohl mein Rechner halt nicht mehr ausgelastet ist als sonst auch immer. Also gar nicht. Ja, das ist schon ein bisschen sehr traurig. Also, da hast du hier einen Rechner mit 16 Kernen, 32 Threads. Und dann, sobald ein Kern ausgelastet ist, sagt das Spiel. Na komm, ich roll jetzt. Der LKW geht mir vorne bis auf den Sack. Ich weiß, wir fahren auch ein bisschen zu schnell, kann also auch daran liegen, aber das sind Details. Wow. Habe ich den hier gerade sein Rückspiel fast abgefahren? Ha! So. Der davon ist auch schon wieder so lange, wobei der jetzt abbiegt. Sehr schön. Ich meine, ich kann ja mal in der nächsten Folge oben diese Mini-Konsole aufmachen, wo man auch die aktuelle Framerate sieht und mal gucken, was sie eigentlich sagt. Was ist denn hier los? Alter. Wow, man braucht die LKW wieder. Shake it, baby, shake it. LKWs immer rumwackeln. Ich meine, ich weiß, warum das passiert, aber es sieht trotzdem witzig aus. Weil er sagt, eins der Sachen, die immer noch aus der alten Zeit übernommen wurden, ist, dass die Spiele hier eigentlich gar nicht die Physik simulieren, vollständig. Also ich meine jetzt bei mir jetzt zum Beispiel schon und bei LKWs, die wir, glaube ich, berührt haben, auch. Aber LKWs, die noch nie berührt wurden, die also noch komplett auf ihren originalen Pfad fahren. Die fahren gar nicht auf den Straßen, sondern die fahren quasi auf so einer, ja, auf einer Schiene, wenn man so möchte. Und dementsprechend haben sie auch nicht, wenn die Straße schräg wird, wenn die LKWs aber auch nicht schräg, weil die Schiene einfach gerade weitergeht. Das heißt, die LKW wären immer gerade. Und an manchen Stellen, also periodisch, überprüft einfach das Spiel, okay, ist die Straße unter mir jetzt gerade oder schräg? Und wenn sie schräg ist, dann aktualisier mal deine Rotation zu der Rotation der Straße. Und wenn dann die Straße halt einen auf so macht, siehst du, dass durch dieses periodische Updaten der LKW so flackert. Was natürlich auch eine Sache ist, die man bei heutigen Spielen so eigentlich nicht mehr haben würde. Ja.
Ich freue mich schon auf ETS 3 und ATS 3. Mann, habe ich aber heute viel gebasht hier. Aber gut, ich meine, SCS-Software muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie dort sehr viel Angriffsfläche bieten. Weil man merkt halt einfach an vielen Stellen, dass die Engine aus heutiger technischer Sicht einfach veraltet ist. Das Spiel sieht grafisch immer noch geil aus, keine Frage. Ja? Es ist wirklich grafisch echt eins der besten Spiele überhaupt, die ich kenne. Die einzigen Spiele, die da grafisch rankommen, sind sowas wie GTA 5 oder sowas, ja. Und auch da kommen sie nur ran. Also, ne, grafisch gesehen schon echt geil. Aber von der Spielmechanik her ist echt noch viel Verbesserung möglich. Gerade was so Details angeht, auch grafische, wie gesagt, das mit den Schatten. Das ist halt ein bisschen sehr traurig. Weil ich meine, wenn halt die Laternen durch meine Decke hindurch leuchten, ja, also auch dann mein Führerhaus hell ist, wenn die Laterne bereits hinter mir ist, was ja so definitiv nicht sein kann, weil ja meine Kabinendecke ja Schatten werfen müsste, und das hier halt nicht der Fall ist, dann ist das halt schon echt traurig. Ja. Von daher. Ah ja. So, haben wir hier schon eine Stelle zum. Oh, ist ja komplett leer hier. Nice. Der ganze Parkplatz gehört uns. Wohl. So. Dann machen wir mal hier. Dürfen können wir überhaupt? Wir haben noch 45 Stunden. Wow, sieht gut aus. So. Gutchen. Da würde ich mal sagen, speichern wir an der Stelle auch mal und für diese Folge. Achso, siehst du, übrigens eine Sache, die sich auch noch geändert hat, ja, die ich hier geändert habe, ist, dass jetzt dieses Endscreen, das Bild, was ihr hier seht, dass es eine wesentlich höhere Auflösung hat. Ich habe das Bild mal durch einen Hochskalierer gejagt. Damit das Bild jetzt ein bisschen schärfer ist. Weil ja, bei einem 4K-Video mit einem Bild zu kommen, was weniger als Full HD hat, ist halt ein bisschen traurig. Und jetzt ist das Bild auch ordentlich scharf. Also ich meine, das Bild ist sowieso schon scharf, wenn ihr versteht, was ich meine, aber auf einer anderen Ebene. Ich sage ein bisschen gar nichts mehr. Bis dann, tschüss.